Also hallo, auf diesem sehr ungewohnten Weg, also zumindest für mich ungewohnten Weg, weil normalerweise, wenn ich eine Lesung habe, dann kann ich den Menschen, die ich dort treffe, in die Augen schauen. Das ist diesmal leider nicht möglich. Die Zeiten sind ein wenig verrückt, aber man muss sich nur zu helfen wissen. Gut, ich bin Britta Röder, Autorin, ich lebe in Riedstadt und ich schreibe Romane. Die Romane, die ich bisher veröffentlicht habe, habe ich hier mal mitgebracht. Da ist einmal der Roman Die Buchwanderer. Dann habe ich meine World Story zwischen den Atemzügen hier. Aber um diese Bücher geht es heute nicht. Es geht nämlich um dieses Buch hier, Das Gewicht aller Dinge. Ich halte es mal ein bisschen näher. Das Gewicht aller Dinge, das ist mein allerneuester Roman. Der ist ganz frisch erschienen, gerade im Größenwahn Verlag in Frankfurt. Und ich bin sehr froh darüber, dass die Buchhandlung Bonhoeffen die Veranstaltung hier zum Welttag des Buches ins Leben gerufen hat und mir dadurch den Rahmen gibt, um mich auch zu präsentieren mit meinem Buch. Wie geht das Ganze jetzt vonstatten? Ich habe 5 Fragen bekommen von Lucia Bonhoeffen, die ich jetzt gleich beantworten werde. Und anschließend lese ich euch ein paar Seiten aus meinem Roman vor. Gut, die 5 Fragen von Lucia, die ich jetzt gleich beantworte. Ich hoffe, dass ich mit meinen Antworten eure Neugier stillen kann. Und noch mehr hoffe ich, dass ich sie anfache. Frage Nummer 1. Der Name der Hauptperson ist durch seine Schreibweise durchaus ungewöhnlich, findet Lucia. Und darum fragt sie mich, war das im Schreibprozess gleich klar, dass es da einen gewissen Unterschied geben muss? Also zwischen Klang, dem normalen Klang und der besonderen Schreibweise. Liebe Lucia, diese Frage bereitet mir besondere Freude, weil du damit ein für mich wichtiges Detail ansprichst, das in der Tat wie ein roter Faden durch alle meine Erzählungen geht. Denn es ist so, dass meine Protagonisten meistens besondere Namen von mir bekommen, solche, mit denen sie sich abheben sollen von allen anderen Leuten drumherum. Bei den Buchwanderern war das Magus, dessen Name übersetzt der Magier heißt. Und inzwischen den Atemzügen ist es die Hauptfigur Leocadia, die mit ihrem Vornamen etwas aus der Reihe fällt. Leocadia ist die Löwenherzige. Namen haben immer eine Bedeutung und die lasse ich sehr gerne einfließen, auch um den Charakter meiner Figuren zu zeichnen. Das ist auch so mit Angelika, der weiblichen Hauptfigur im Gewicht aller Dinge. Ich habe Angelika nie als Angelika gedacht. Für mich hatte der Name von Anfang an diesen italienischen Klang, dem eine gewisse Musikalität verleiht. Angelika, das klingt für mich leicht und auch ein wenig flüchtig, ein wenig exotisch oder fremd, als etwas, was man nicht so ganz präzise greifen kann. Und damit passt er sehr gut zu meiner Angelika, die auch ein Geheimnis trägt. Frage Nummer 2. War das Grundgerüst eines, mit dem du schon lange gearbeitet hast, oder kam die Idee recht spontan? Also meine Ideen sind natürlich immer irgendwie sehr spontan, aber meistens dauert es dann relativ lange, bis sie die richtige Reife haben und damit ich sie aufs Papier bringen kann. In diesem Fall allerdings, beim Gewicht aller Dinge, da war das anders. Da hatte ich die Idee und den Plot, also das Handlungsgerüst, sofort im Kopf. Ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil dieses Buch ist das erste Buch gewesen, was ich überhaupt geschrieben habe. Vor ungefähr 10 Jahren ist es entstanden. Und dann habe ich es in die Schublade gelegt und habe gewartet, weil ich wusste, dass es noch nicht die richtige Reife hatte. Dann habe ich das nächste Buch geschrieben, Die Buchwanderer, mit dem habe ich dann einen Verlag gesucht und gefunden. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben, aber die Geschichte dieses ersten Buches, die hat mich nie losgelassen. Und dann habe ich vor ungefähr 1,5 Jahren die Geschichte wieder hervorgeholt und habe mich am Handlungsgerüst entlang gehangelt und habe den Text komplett neu geschrieben. Also in etwa so, wie man ein Haus renoviert oder in dem Fall war es eher sogar eine Grundsanierung. Ich habe das in einen Rohbau zurückversetzt, ich habe alles rausgeschmissen und habe da neu tapeziert und gefliest und gestrichen. Also wortwörtlich wirklich gestrichen und der neue Text, der da entstanden ist, das ist dann eben jetzt der Roman, den ich hier habe.
Frage Nummer 3. Wie hat sich die Pandemie auf die Handlung ausgewirkt? Also auf die Buchhandlung hat sich die Pandemie überhaupt nicht ausgewirkt, weil die Handlung ist angesiedelt in zwei Zeiträumen und der eine Teil spielt in der Vergangenheit, nämlich zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und der andere Teil der Handlung, der spielt in einer nicht genauer benannten Zeit, ungefähr so vor 3, 4, 5 Jahren, also so einer gefühlten Gegenwart, aber vor der Pandemie eben. Und als ich das erste Mal die Idee zu diesem Buch hatte, da gab es ja auch noch keine Pandemie, an die man hätte denken können. Frage Nummer 4. Die psychologischen Hintergründe zu den einzelnen Personen sind sehr genau durchdacht. Selbst dann, wenn sie nur einen kurzen Auftritt im Buch haben, sind diese Hintergründe eher durch Beobachtung im Alltag oder das Lesen gespeist? Durch Beobachtung im Alltag. Definitiv. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf die Antwort dieser Frage gefragt, ob es irgendein Buch gibt, das ich gelesen habe, das ich so toll fand, dass es mich dazu inspiriert hätte, selbst einen Text zu schreiben. Aber nein, ganz sicher nicht. Ich glaube, dass man nur über das schreiben kann, was man kennt. Und wenn man über etwas schreiben möchte, das man nicht kennt, dann muss man es kennenlernen. Es ist immer die eigene Erfahrung, die das Schreiben nähert. Und beobachten, das ist so eine Erfahrung, das ist ein Erlebnis, das man hat, das auch Emotionen in einem auslöst. Es ist immer die selbstgemachte Wahrnehmung, die hier die Grundlage ist. Über etwas Gelesenes zu schreiben, das ist etwas anderes. Das ist ein Erleben aus zweiter Hand, das ist nur sekundär. Aber das kann es nicht ersetzen. Das Lesen kann im Grunde das Leben nie ersetzen. Frage Nummer 5. Wie kam es zu diesem absolut genialen Cover? Okay, ich zeige es nochmal, weil dieses Cover ist wirklich wunderschön. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich mit dem größten Warenverlag einen Verlag habe, bei dem ich mich relativ viel einbringen kann, auch bei solchen Fragen. Man hat mich vorab nach Coverideen gefragt und ich habe 2 Vorschläge eingebracht. Ich habe denen genau beschrieben, was ich mir so vorstelle. Ich wollte unbedingt, dass meine Hauptfigur zu erkennen ist, aber ohne Gesicht, also vielleicht von hinten, dass man sieht, dass sie durch die Stadt läuft, dass man sieht, dass sie einsam ist, dass sie alleine ist. Und diese Ideen hat man aufgenommen und dann hat man mir dieses Bild präsentiert und ich muss sagen, da war ich sofort begeistert, weil ich finde, die haben das perfekt getroffen. So, jetzt kommen wir zum Vorleseteil, nachdem ich die Fragen beantwortet habe. Ich habe mir gedacht, ich fange einfach von vorne an zu lesen und wenn die Zeit um ist und ich dann aufgehört habe, dann kann jeder, den es interessiert hat, einfach an der Stelle weiter für sich lesen. Das Gewicht aller Dinge. So nah waren sie dem Himmel noch nie gekommen. Die makellose Unendlichkeit über der Piazza del Campo, darunter die Stadt Siena in ihrem Festgewand aus Gotik und Renaissance und mittendrin er mit Sibylle an einem kleinen, runden Kaffeehaustisch. Die Luft erfüllt vom babylonischen Stimmengewirr der Touristen, ein ständig auf- und abbrandendes Plaudern, Lachen und Rufen, dazwischen italienische Popmusik. Der klare Klang der Kirchenglocken hebt sein Herz empor. Wie auf einer Insel außerhalb der Zeit sitzen Sibylle und er inmitten des Gewimmels, gut behütet unter den strengen Blicken der Kellner. Alles zusammen eine beeindruckende Choreografie durch die Hand eines großen Meisters, der keinen Aufwand gescheut hat, um genau diesen Moment perfekt zu erschaffen. Das ist ihr Moment. Der Moment, in dem sich die ganze Welt nur um sie dreht, weil sie sich in diesem Moment selbst die ganze Welt sind. Ein Moment ohne Angst und Sorgen, ohne Kriege und Gefahren, ohne Krankheit und Tod, ohne das Böse in der Welt, das Gierige, das Rachsüchtige und Hartherzige. Ein Moment,
in dem alles um sie herum im Einklang steht, so perfekt, wie nur eine Illusion es sein kann. Überwältigt wagen sie kaum, sich zu bewegen, zu sprechen noch weniger. Wortlos reichen sie einander über das Marmorrund hinweg die Hände, als bräuchten sie Halt in so schwindelerregender Höhe. So nah waren sie dem Himmel noch nie gekommen. Deine Idee mit der Reise war wundervoll, flüstert Rolf vorsichtig, um das perfekte Schweigen zwischen ihnen nicht zu verletzen. Doch obwohl der Zauber dieses besonderen Moments noch immer andauert, hat er durch die Verwendung des kleinen Wörtchens war unbewusst bereits damit begonnen, diesen in eine Erinnerung zu verwandeln. Vielleicht, weil nur in der Erinnerung das perfekte Glück auf Dauer zu ertragen ist? Auch Sibylle entzieht sich dem Augenblick. Unbekümmert lässt sie ihre Gedanken vorauseilen. Wir könnten noch ein paar Tage dranhängen, flüstert sie zurück. Zu Hause läuft uns nichts davon. Er lächelt nur. Inzwischen hat der Nachmittag seinen goldenen Zenit überschritten. Es wird Zeit, Pläne für den Abend zu schmieden. Wollen wir in der kleinen Trattoria zu Abend essen, an der wir gestern vorbeigefahren sind? Fragt Rolf. Was hältst du von einem kleinen Umweg? Sibylles Blick funkelt vielsagend. Wir könnten einen Stopp auf der Wiese einlegen, auf der wir gestern unser Picknick hatten. Um diese Zeit sind wir sicher allein dort. Ein zarter Sog erfasst beide, umspielt sie wie eine sanfte Dünung. Genüsslich schieben sie ihren Aufbruch vor sich her, kosten ihre Erwartungen aus. Dann, ohne ein Wort, nicken sie einander zu und erheben sich einvernehmlich. Auf einmal haben sie es eilig. Sie können es kaum abwarten, die Stadt hinter sich zu lassen. Ungeduldig wirft Rolf einen Geldschein auf den Tisch und ohne das Wechselgeld abzuwarten, eilen sie zum Wagen und fahren los. Wie im Traum fliegen sie in ihrem Cabrio über die zypressengesäumten Hügel und Täler. Ein Sommerwunderland, nur für sie. Der Wechsel von Schatten und Sonne in den langgezogenen Alleen wirft ihnen verspiegelte Lichtreflexe in die Augen. Völlig benommen erreichen sie einen einsamen Feldweg und laufen Hand in Hand in das blühende Wiesengrün. Laut auflachend werfen sie ihre Kleidung von sich und sinken nackt auf ein Bett aus Gräsern und Blumen. Liebkosungen und Küsse auf ihre Haut. Wieder und wieder, so nah waren sie dem Himmel noch nie gekommen. Erst als die Sonne sich matt dem Horizont zuneigt, spüren sie die aus dem Grund aufsteigende Kühle, die nach ihnen greift. Hastig schlüpfen sie zurück in ihre Kleider. Ihr Hunger meldet sich und erinnert sie daran, dass sie noch weiterfahren wollen. Also eilen sie zum Auto und setzen ihren Weg fort. Der Empfang in der Trattoria ist so herzlich, als habe man sie erwartet. Unaufgefordert bringt man ihnen Essen und Wein. Ein Abendmahl von himmlischer Fülle, reichhaltig und zugleich exquisit. Bis spät in die Nacht hinein tafeln sie, kosten Oliven, Käse und frisches Brot, probieren verschiedene Weine, Pastagerichte, Fleisch und Gebäck, bis ihre Sinne völlig erschöpft sind. Später würde Rolf sich fragen, ob ihn so viel Glück nicht hätte misstrauisch machen müssen. Ob er nicht hätte wissen müssen, dass man sich nicht so leichtfertig in die Nähe des Himmels begeben darf. Dass man niemals aufhören darf, achtsam zu sein. Kalter Schweiß tritt Rolf auf die Stirn, denn er weiß, was jetzt gleich passieren wird. Die Fahrt zurück ins Hotel auf der nachtschwarzen Straße, sie beide im Wageninnern, vom blauen Dicht der Armaturen zärtlich eingehüllt. Sibylle am Steuer, da sie keinen Wein getrunken hat. Ihr müdes, verträumtes Lächeln
in einer leichten Rechtskurve, das grellgelbe Aufblitzen zweier Scheinwerfer direkt vor ihnen, das betäubende Dröhnen des Aufpralls. Und dann, noch entsetzlicher, die urplötzliche Stille. Ein Riss ist durch den Himmel gegangen. Nirgendwo gibt es Halt. Er fällt und fällt. Ein Sturz ins Nichts. Ein nicht enden wollender Sturz. So, hier höre ich auf zu lesen. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat, der zugeschaut hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Buchhandlung Bonhoeffen für diesen schönen Rahmen, bei der Technik, die mich unterstützt hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die nächste Lesung, bei der wir uns wiedersehen, eine ist, bei der ich Ihnen auch in die Augen schauen kann. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.